So, jetzt haben wir erfahren, dass... Ja, hallo? Hallo Herzchen, ich bin's. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, dass ich an dein Telefon gegangen bin, weil es ständig klingelte. War ein gewisser Wacklaff weiß nicht wie dran. Der war vielleicht hysterisch. Er sagte, er hätte aus der Wohnung nebenan Schreie gehört. Ich dachte mir, es könnte wichtig sein. Du weißt vielleicht, wovon der redet. Ja, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich fahr vorbei. Hast du eigentlich was gefunden? Ich meine, in den Dateien, die du versucht hast zu öffnen. Ja, aber nicht so weltbewegendes, wie ich dachte. Hab eine neue Spur und werde wahrscheinlich nach Los Angeles fahren. Nach Los Angeles? Wieso denn das? Erzähle ich dir, sobald ich mehr Zeit habe. Das wird jetzt zu lang dauern. Aber bitte noch, bevor du wegfährst. Ja, werd's versuchen. Jetzt muss ich aber erstmal zum Campus. Okay, Herzchen, pass auf dich auf. Tu ich doch immer. Tschüss. Tschüss. So, wir haben ja erfahren, dass Gustav McPherson Milena geheiratet hat, weil Ida ja ermordet worden ist. So, Wacklaff war ja der ohne Typ vom Campus. Da schauen wir jetzt mal hin. Wer hängt dominant? Als ein Kater. Wenn Mia nicht da ist, besteht vielleicht die Chance, dass sie noch lebt. Collar hat es nicht geschafft. Hey, da liegt Mias Tasche. Die könnte nützlich sein. Wo ist er mit Mia hin? Benutz deinen Verstand, Vicky. Benutz deinen Verstand. Diese Nachrichten, die er hinterlässt. Klar! Die Gemälde! So, dramatische Minuten. Ich muss Mia retten. Mia, okay. Dann laufen wir mal los. Gemälde haben wir ja bei Richard in der Galerie.
Oh, der Typ hat natürlich auch nichts gesehen. Jetzt schauen wir mal da rein. Aha, der ist gar nicht da. Können wir da irgendwas machen? Ich kann Richards Computer benutzen, um den Ort zu finden. So, und wo ist für ein Ort? Ja, was soll man denn jetzt machen? So, da wird uns nichts gesagt. So, jetzt werden wir erstmal zwischenspeichern. So. Also da können wir nichts machen. Und jetzt? Jetzt werden wir uns das Bett losschauen. Der Mörder hat das hier schon kopiert. Das war das vierte Opfer. Natalie Kenworth. Sie wurde in der Kanalisation gefunden. Kanalisation. Ja, das Bett ist bekannt. Das können wir auch. Mein Großvater muss recht gehabt haben. Ackermann bekam wahrscheinlich Hilfe von außerhalb. Das werde ich herausfinden, wenn ich dort bin. Ist da irgendwas zum Anklicken? Na. Noch eines aus der Los Angeles-Serie. Ich kann nichts erkennen, was mir hier in Chicago weiterhelfen könnte. Los Angeles. Das nächste? Wahrscheinlich aus dem Irrenhaus in Los Angeles. Nervenklinik. Haben die Begriffe irgendeine Bedeutung oder ist das egal? Ein Bild aus der Los Angeles-Serie. Richard hat wohl recht. Er sagte, dies sei Marks Doktor. Noch eins aus der Chicago-Serie. Das ist wahrscheinlich irgendwo am Hafen. Chicago und Hafen. So, da hinten rundum. Da haben wir noch ein paar. Gestörte Zuflucht. Das haben wir schon gesehen. Das fünfte Opfer, Cynthia Woods. Das ist bekannt. Ackermanns Meisterwerk, wie er einst zu meinem Großvater sagte. Unser Mörder ist in seinem perversen Spiel wohl noch nicht so weit. Die ermordete Apollina. Der Mörder hat dieses Bild noch nicht verwendet. Dieser rote Überwurf trieb neben ihr im Wasser. Das muss der Fluss Vultava sein. Die Moldau?
Der Mörder hat Apollinas Augen entfernt. Hoffentlich, als sie schon tot war. Und was hat das alles jetzt so bedeuten? So findet man die Mia überhaupt nicht. Eine Mordszene, die unser Mörder noch nicht verwendet hat. Das muss Franziska sein, das fünfte Opfer, das man unter der Brücke gefunden hat. Das muss der Mörder sein, der Maler selbst. Das muss die Karlsbrücke sein. Brücke. Ich glaube nicht, dass unser Mörder nach Prag geflogen ist. Der Mörder hat dieses Bild schon nachgestellt, arme Stefanie. Da gibt's nichts mehr. Und jetzt auf der Seite noch. Na, da waren wir schon. Und jetzt haben wir uns die Bettlok geschaut. Und mit dem Computer können wir ja auch irgendwie nicht klar. Ach. Und was machen wir jetzt mit den Begriffen? Also wir sind in Chicago, da die mal sagen. Suchen wir mal danach. Versuchen Sie Ihre Suche einzuschränken. Tja, Chicago. Gibt's in Chicago denn eine Brücke? ...436 Übereinstimmungen gefunden. Und Hafen vielleicht? Okay, das kann vielleicht hier haben. Die Moldau, die wird bestimmt nicht in Chicago sein. Vielleicht Doktor. Prag vielleicht? Nein, das haut er nicht hin. Das ist es. Das muss es sein. Aha. Die Brücke ist noch gebaut worden. Und jetzt? Können wir da jetzt zu der Brücke hier? Da blinkt was. Tominova-Brücke.
Tja, das war's mit dem Mörder. Mia haben wir noch gerettet. Wer der Mörder war, haben wir nicht herausgefunden. Tja, jetzt gibt es noch einen Abspann. Und damit war es auch das mit dem Let's Play. Ein weiteres Projekt haben wir beendet. Und man sieht sie beim nächsten Projekt wieder. Also, hab ich dir.
Hallo Herzchen, ich habe gehört, du bist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Hat man die Leiche gefunden? Nein, sie kämmen noch das Flussbett durch und haben Taucher eingesetzt. Verdammt. Du sagst es. Ich will den Fall auch endlich abschließen. Ich habe die Tickets für L.A. Glaubst du noch immer, dort Antworten zu finden? Du hast ihn geschnappt, es ist vorbei. Für mich noch nicht. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Okay, ich komme dir später mal einen Besuch abstatten. Tu das. Tschüss.